Und ein herzliches Willkommen hier bei meiner neuen News-Air, beziehungsweise mal mein neues Test-Relog-Video hier bei. Wo sind wir hier? Bei No Limits 2. So, ich habe neue News und wir testen gleichzeitig das Spiel. Das heißt, gut aufpassen. Dann wollen wir mal loslegen. Warte mal. Öffnen wir hier noch so kurz die Türen und die Bügel, dass sie einsteigen können. Mal sozusagen, wenn sie da wären. Auf jeden Fall, ich habe hier, wie zu sagen, neue Infos. Ich werde jetzt halt nicht mehr Let's Playen. Außer Minecraft Let's Play ich noch. Let's Play Together mache ich auch noch. Was ich nicht mehr mache, sind richtige Let's Plays dann. Also außer Minecraft, beziehungsweise. Also das müssen wir ausschließen, Minecraft. Das gehört gerade nicht dazu. Auf jeden Fall, ich werde dann nicht mehr Games Let's Playen, eher gesagt. Ich werde sie testen. Das heißt, es gibt dann 001 nur noch Folgen oder so, wie man es halt nennt. So. Das nächste wäre dann. Das, okay, das nächste wäre dann. Ich werde dann auch, ich soll mal sagen, Spiele testen. Dann werde ich auch noch auf jeden Fall Outlast testen mit der Oculus Rift Brille. Ich hoffe, es wird euch dann gefallen noch. Wie gesagt, ich habe eine neue Facecam. Hier hinten kann man es so ein bisschen sehen. Auch nicht. Also eher sehen, ja. So, hier geht's mal nach oben. Das stimmt, das stimmt. War das hier der Switcher? Na, das war, dass er vorläuft. Okay. Auf jeden Fall, was wollte ich dazu noch sagen? Genau, das war das eine. Das zweite wird, ich kann jetzt halt demnächst auch nicht mehr so viele Let's Plays. Ich versuche trotzdem noch ein bisschen hier in YouTube weiterzuarbeiten. Aber auch in Livestream werde ich dann noch mehr. Ups, fahren gar nicht. Kurz mal hin, wir fahren nicht. Da, Lift. Auf jeden Fall wollte ich das auch noch sagen, dass man. Dass wir das machen, also das mit diesen versuchen Videos zu testen und die Idee kam jetzt halt nicht darum, ja warum test, also durch, Blackout, wie soll man sagen, diese Info kommt eher gesagt, dieser Vorschlag kam von ein paar Let's Playern, warum ich so viele Spiele habe und kaum Spielzeiten. Aus dem Grund, ich teste schon gerne, aber Let's Play nicht mehr so gerne. Deswegen haben wir gesagt, ja, warum Let's Playst du dann, Let's Testest du das dann? Und so, ja, Let's Teste ich jetzt Spiele demnächst, die nächsten Tage, die nächsten Monate, die nächsten Jahre. Und ja, da könnt ihr dann mich begleiten, beziehungsweise könnt ihr dann sehen, wie alles, also ob ihr die Spiele wollt oder nicht. Und ich hoffe, es wird euch dann gefallen. Nein? Okay. So. Das war's, also soweit wie ich es sagen wollte. So, und jetzt halt zum anderen Thema, das No Limits 2. Das ist eine Achterbahn-Simulation von Mark Rye, beziehungsweise ihr kennt ja den Europa-Parcours. Da wurden auch die Achterbahnen gebaut mit diesem Programm, No Limits 1 und No Limits 2. Ja, ist ein funny Programm, sag ich mal dazu. Macht Spaß, kann man seine eigenen Achterbahnen zusammenbauen und. Ja, sie selbst fahren, selbst steuern. Hier sieht man den Mischpult und so. Eigentlich richtig cool gemacht. Und hier war es dazu. Jetzt fährt mal vor. Und das war es jetzt gerade dazu. Wo bin ich? Der Lift hängt da. So, und das war es jetzt dazu zu diesem Spiel und gleichzeitig zu meinen neuen News. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht sehen wir uns demnächst noch draußen oder auch wie gesagt bei meinen neuen Let's Plays, wenn ihr dabei seid, wenn man Multiplayer spielt, Let's Play Together und so weiter und so fort. Und bis dahin, macht's gut. Es war eine schöne Zeit zu Let's Playen, also ja, ich werde danach Videos testen. Empfehlt mir außerdem auch noch ein paar Spiele, welche ich testen sollte.
Und ja, man, es hört sich